Was geht ab, Manusi-Fighter, außer dir, und mit einem weiteren Dragon Ball Legends Video. In letzter Zeit kam es dann nicht so viele Dragon Ball Legends Video raus, aber das lag daran, dass ich eigentlich mehr oder weniger die letzten zwei Banner geskippt habe. Hier habe ich nur bis Step 3 gemacht, hier habe ich schon die Dailies rausgehauen, also ich habe so viele Moneten wie möglich versucht zu sparen. Ich habe jetzt keine extra Zeitkristalle gekauft, um Sum Video rauszuhauen. Grund, warum? Hybrid Saiyan, ich habe nicht Super Saiyan 2 Gohan gezogen, deswegen wollte ich hier auch nicht unbedingt summonen, obwohl Hybrid Saiyan Team Meta ist. Also wenn ihr euch ein Hybrid Saiyan Team machen könnt, dann spielt das auf jeden Fall. Und hier wollte ich nicht alles allzu ham gehen, weil wir bewegen uns langsam auf die Majin Buu Saga vor. Und wenn da mal das nächste Banner mit Majin Vegeta ist oder Super Saiyan 2 Goku oder Super Saiyan 3 Goku, dann sammeln die Moneten auf jeden Fall ready sein an der Stelle, damit wir dort direkt was raushauen können. Aber ich will auch den Content nicht nur auf Summon Videos und News, sage ich mal, zu Dragon Ball Legends minimieren. Deswegen machen wir heute mal unser erstes Gameplay-Video. Ich werde gleich ein Ranglisten-Match machen, in die PvP-Ranked reingehen. Da muss ich auch noch die Missionen holen. Und außerhalb davon, Freunde, außerhalb davon, Gerüchten zufolge, das ist jetzt wirklich aber nur ein Gerücht, seitens, oh, da seht ihr schon Gohan, seitens Dragon Ball Legends Reddit oder auch von Rhymestar quasi, die teasern gerade was Großes an. Aber die Sache ist folgendes, vielleicht habt ihr es auch schon gehört. Moment, lass mich ganz kurz mein Team wählen. Wisst ihr was, wir machen das Ganze mal so. Is this a thing? I guess yes. Komm, wir machen das einfach mal so, spontan. Gucken wir mal, ob das Ganze gut geht. Ja genau, weil der Film Fusion Reborn, also der Gogeta-Film und Bardock-Film, kommt in den USA am 3., also bei uns der 4. November und bei ihnen 5., bei uns 6. November, jedenfalls 4., 6. November unserer Zeit, kommt der Film als Remake wieder zurück. Und da meinen halt viele, dass eventuell dann quasi ein Gogeta in Dragon Ball Legends kommen könnte. Dazu weiß ich gar nichts, Freunde, aber das ist lediglich wirklich nur... Raus mit dir! Das ist wirklich nur quasi... Moment. Oh, das war ein falscher Switch. Das ist aber wirklich nur Rumors, also es sind wirklich nur Gerüchte. Ah, was? Der hat einen Tech-Gohan? Ich habe doch einen physischen gesehen. Hä, ich dachte, das ist jetzt der physische. Das sind halt wirklich nur Gerüchte, Freunde. Ob das wirklich kommt oder nicht, da werden wir quasi Anfang November schlauer. Aber deswegen würde ich schon eigentlich mal sagen, so, dieser Step-Up-Banner ist wirklich nice, aber das ist, man merkt ja, dass es ein Banner ist, wo man quasi die Zeitkristalle rausholen will. Ob so oder so, irgendwas Großes sollte demnächst kommen, Freunde. Deswegen habe ich versucht, so viel Moneten wie möglich zu sparen, sage ich mal, für das, was auf uns folgen könnte. Kannst du mal bitte aufhören? Junge, ich komm gleich rein und geb dir die fetteste Bombe, die du je bekommen hast, nämlich von deinem Vater. Hast mich verstanden? Dein Vater kommt jetzt her und dein Vater zeigt dir, wie man kämpft. Dein Vater braucht nicht mal Rising Rush für dich. Das lief nice. Der Kampf lief auf jeden Fall nice, zu unseren Gunsten. Ja genau, um es kurz zusammenzufassen, Freunde, ein, zwei Sachen. Falls ihr Feedback habt wegen den Gameplay-Videos, ihr merkt schon, ich gucke die ganze Zeit runter, aber das ist, weil ich auf dem iPad spiele vor mir. Falls ihr irgendwo Verbesserungen habt, irgendwas anders sehen wollt, lasst mich auf jeden Fall wissen. Und um es zusammenzufassen, einfach habe ich die letzte Zeit Moneten gespart, will Legends Content aber nicht nur auf News und Summon Video minimieren, deswegen gibt es auch Gameplay Video und in nächster Zeit sollte etwas Großes droppen. Also ob es Gogeta ist, nur wegen dem Film-Comeback, wegen dem Remake in den Kinos, schwierig, sind wie gesagt nur Gerüchte, aber außerhalb davon bewegen wir uns gerade in eine sehr, sehr geile Zeitlinie, nämlich Majin Buu Saga, wie gesagt. Alright, jetzt wisst ihr dazu Bescheid. Und zwar fangen wir hier folgendermaßen an. Wir nehmen Vegeta mit rein, wenn er... Der hat nämlich keine blauen Charaktere. Sehr gut. Wir starten mit Vegeta. Mit dem komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Dann sollte ich vielleicht... Mein lila Vegeta möchte ich ungern mit reinnehmen. Weil der hat zwei... Jetzt lasst ihr starten mit Bardock. Sollte Gohan direkt drin sein, dann wächst ich rein in meinen Vegeta und dann wächst er in einen anderen rein. Dann nehmen wir mal... Sollen wir mal Karotte mitnehmen? Machen wir es mal so, komm, wir machen es mal so, gucken uns das Ganze an. Ja, Freunde. So viel dazu. Falls ihr euch fragt, also ich bin jetzt nicht so PvP-Pro oder so, aber ich spiele wirklich gerne PvP. Ich bewege mich immer so Kampfrang 30 bis 40. Vielleicht habt ihr auch neulich die Meldung reinbekommen, dass sie die PvP-Mechaniken ändern wollen. Ich will nicht im Voraus allzu groß meckern, bevor die Changes reinkommen, aber ich werde gleich darauf zurücksprechen. Ihr habt es wahrscheinlich vielleicht gemerkt, ich habe es nämlich im Kampf gerade eben auch angewandt, die Sidesteps. Die Sidesteps, Key Regen, Cancels oder wie auch immer man die nennen mag, das hat, und der Boy macht es hier auch, und in, sage ich mal, in höheren Rank-Leveln, dann wendet man das einfach an. Das ist eine PvP-Mechanik. Und ihr seht schon, der nimmt mich total auseinander. Aber so, das macht eben den Skill des Spielers aus, versteht ihr?
wenn er das anwenden kann. Und das ist eine PvP-Mechanik und das sollte auch so gut sein. Und die Developer, die haben das bewusst reingetan. Schaut mal, das sind diese Kombos, die ich die ganze Zeit meine. Und den, guck mal, kriege ich die hin? Den behalten wir dann auf jeden Fall drinnen, denn wir haben dann hier noch einen Sidestep rein. Ah, das war, glaube ich, zu spät von mir. Das war zu spät von mir. Kann das wahrscheinlich dodgen? Ja, yep, kann er. Genau, und ihr seht schon, man muss das schon drauf haben. Ich habe zum Beispiel gerade verkackt, die eine Kombo, und er macht jetzt seine Kombo wieder solide. Man muss das auf jeden Fall drauf... man muss das auf jeden Fall drauf haben. Wer ist rein? Vegeta, verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht! Komm her, mein Sohn, ich krieg dir mal eine Brandbreite ab. Ja, das musst du auf jeden Fall drauf haben. Und ich finde es ein bisschen schade... Also ich finde, wie gesagt, ich finde nicht im Voraus allzu sehr meckern, bevor die Änderung überhaupt reinkommt. Denn sie wird lediglich korrigiert, also genervt und nicht entfernt. Aber ich finde es schade, dass es überhaupt dazu kam, weil die Stimme der Casual-Spieler so groß waren. Also ich will niemanden angreifen, aber da haben sich viele Casual-Spieler beschwert, dass sie quasi keine Chance haben im PvP. Aber das ist normal, Freunde. Denn die Casual-Spieler, wenn ich in PvP spielt und gegen solche Charaktere spielt, gegen solche Spieler spielt, die das anwenden, dann ist das normal, ja, normal. Okay, der macht nichts, der bleibt ruhig, der bleibt auf jeden Fall gelassen. Moment, weil die PvP-Spieler, die haben sich dann nicht beschwert bei einem Respekt, denn die kommen da auf jeden Fall ganz gut zurecht auf die ganzen Techniken und Mechaniken, was da ganze Zeit angewandt wird. Versteht, was ich meine? Oh, was macht der? Nein! Ah, der hat mich davor getroffen, shit. Ich habe eigentlich darauf predicted, aber der hat mich schon zuvor getroffen. Okay. Ich komme gleich drauf zu sprechen. Lass mich ganz kurz konzentrieren und das Ding hier nach Hause holen. Wisst ihr was? Wir machen das Ganze so. Der wird's. Nein! Ich hätte wechseln sollen. Was nimmt er, Freunde? Er hat davor Kiblast gemacht. Er bleibt bei Kiblast. Hoffentlich. Der kann das auf jeden Fall noch turnen. Nein, der hat das geturnt. Der hat das gedreht. Richtig nett von ihm auf jeden Fall. Props an ihm auf jeden Fall. Aber starten wir ein Comeback. Ruhig Hand. Ja, okay, das war's für mich, weil der hatte noch seinen Dodge. Ja, Freunde, anyway, jetzt darauf zurückzukommen, wirklich darauf zurückzukommen. Props an ihn, das war ein geiler Kampf auf jeden Fall. Bevor wir unseren letzten Kampf beschreiten. Ich finde das ein bisschen schade, weil die Rufe der Casual-Spieler war zu groß, weil die immer im PvP verloren haben, weil sie in diese Kombos nicht rausgekommen sind oder das nicht anwenden konnten. Ich verstehe die Casual-Spieler, aber ich will auch hier niemanden angreifen, aber wenn man PvP spielt, vor allem so, ich sag mal ab 30, vor allem 40 bis 50, da ist eine Mechanik, die wird angewandt, weil das ist eine PvP-Mechanik. Jedes Spiel, was einen PvP-Aspekt hat, nebenbei zu PvE, da greift man auf solche Mechaniken zurück und die Entwickler, die haben es sehr bewusst eingeführt. Und die PvP-Spieler, die High-Rank, die damit spielen, die haben, also das ist by the way die Meldung, die haben sich dann nicht beschwert. Vielleicht ein paar, aber weniger als die Rufe der Casual-Spieler, sage ich mal. Ich will niemanden angreifen, wie gesagt, im Endeffekt wird es nur geändert, deswegen will ich nicht zu voreilig meckern, aber ich finde es schade, weil überleg mal zum Beispiel in League of Legends, wenn die Normal-Spieler sich beschweren, über Ranked-System, aber die spielen nur Normal und dann wird zum Beispiel eine PvP-Mechanik in LoL wie Flash geändert. Sei es, es kommt höheren Cooldown oder die Distanz wird gekürzt. Da denken sich auch die PvP-Spieler, was wollen die, wenn die nicht mal spielen. Versteht ihr, was ich meine? Wie gesagt, ganz, ganz schwieriges Thema. Ihr könnt gerne, liebend gerne, wir können gerne in den Kommentaren darüber diskutieren, aber bitte human. Bitte human, ja, seid human zueinander. Und genau, ich schaue mir ganz kurz mein Single raus, dann machen wir unseren letzten Kampf für das PvP-Gameplay. Ja, ich bin nämlich ein bisschen heiß gekommen, ein bisschen warm geworden, mit der immer vertrauter geworden mit der Mechanik. Sie wird geändert, deswegen will ich mich mal zurückhalten, aber wenn es wirklich so geändert wird, dass man es kaum spielen kann, dann finde ich es leider ein Rückschritt und sehr schade. Worst-Case-Szenario, was ganz schlimm sein könnte, ist, wenn es quasi so stark geändert wird, dass die Kämpfe nicht mehr durch Skill ausgemacht werden. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, was Skill? Der, im Prinzip der ein besseres Team hat, der krankere Charaktere gedupt hat, der gewinnt. Nein, denn eben mit dieser Mechanik hat man Skills. Ihr habt das vorhin gesehen, das war ein geiler Kampf, hin und her ist geswitcht. Ich habe auf seine Charaktere nicht geachtet oder egal, aber das hat das Spiel, solche Mechaniken geben das eben in PvP, dass man quasi den Gegner durch Skill übertreffen kann, auch wenn man nicht die besten Charaktere hat.
wenn jetzt quasi das eintrifft und sagen wir mal, schlechtes Szenario, Worst Case Szenario, das wird so krank, also es wird entweder entfernt, was eigentlich nicht wird, aber es wird so krank genervt oder korrigiert, dass man es nicht mehr richtig gescheit anwenden kann, das Skill nichts mehr aussagt, dann gewinnen nur noch die Spieler, die Pay to Win sind und ihre Charaktere auf Boom 7 Star geklatscht sind und dann quasi, wer zuerst die ersten 4 Karten klickt, der gewinnt, so übertrieben gesagt, aber es ist leider so. Naja, Freunde, wie gesagt, außerhalb davon, kommen wir mal zum letzten Kampf. Wie sieht das Ganze hier aus? Nicht gut für mich, weil der hat zwei blaue Charaktere, die wird auch sicherlich nutzen. Ich würde eigentlich meine blauen Charaktere umgehen nutzen. Wir starten mal mit Vegeta. Wir starten mit Vegeta, wenn er Vegeta reinbringt, brettern wir mal Vegeta rein. Und dann nehmen wir mal Bardock mit. Ist es ein Ding? I guess not. Ich denke, der wird auf... Machen wir mal einfach, let's go. Aber ich denke, die Wahl war wahrscheinlich nicht gut, Freunde. Aber schauen wir mal. Ich hatte auch, wie gesagt, also ich spiele wirklich gerne PvP. Ich bin auch wirklich warm geworden mit den Sidesteps etc., Gleitschritt-Kombos und so und so fort. Ich bin zwar noch kein Pro, aber man lernt, sage ich mal, man lernt. Und ja, sehr schwieriges Thema. Ihr merkt es wahrscheinlich schon an, dass es, okay, jetzt warte mal. Dass es so nicht zu meinen Gunsten ist, finde ich mal. Also ich finde es nicht gut eigentlich, dass es überhaupt geändert wird direkt, weil das war schon bewusst implementiert. Naja, Freunde. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt läuft. Schau, das ist die Combo, wie ich meine. Schwierige Combo, also schwierig tue ich mich mit der Keyblast. Aber jetzt haben wir es hinbekommen, sehr schön. Wir followen ihn. Bam, klatscht ihn dann rein, sehr schön. Er wird wahrscheinlich Vegeta reinbringen. Daraufhin, bam. Ah, hey, ich bin gedodged. Nein, nicht Fähigkeit aktivieren. Bitte nicht. Was mache ich? Ich dachte, ich bin Goku rein und ich habe zu feuerlich reagiert. Egal, wisst ihr was? Okay, der ist jetzt in der Combo drin. Und den lassen wir down. Okay, doch nicht. Da hat irgendwas... Habt ihr das gerade gesehen? Ich weiß, ob das an der Verbindung liegt oder an mir selbst. Aber seht ihr mal zum Beispiel, wenn ihr die Kombos nicht richtig einsetzt, dann... Ja, dann trifft euch die Combo, ne? Dann trifft euch die Combo. Seht ihr, man muss da schon Skill hervorbringen, Freunde. Ich habe das zum Beispiel gerade falsch angewandt. Und dann hat er wieder... War er wieder im Vorteil. Naja, aber jetzt holen wir ihn raus. Komm. Ah, ich habe doch meine Fähigkeit aktiviert. Bro. Fähigkeit willst du nicht mal aktivieren. Wie spät. Aber gut, den haben wir raus. Sehr schön. Cool, sehr gut. Und ich sollte auch nicht immer so voreilig sidesteppen. Das muss ich mir echt abgewöhnen. Schon wieder, seht ihr, das muss ich muss erst nach auf die Reaktion vom Gegner sidesteppen. Nämlich jetzt zum Beispiel. Bam, Bardock rein. Boom. Everything. Bam, Freunde. Das lassen wir mal runterlaufen. Ich mache das ab und zu gerne, obwohl, ja, da kommt immer die erste Karte. Freunde, so, guck mal, wenn das zu Ende geht, dann ist es zu Ende. Dann war es das fürs Video heute. Yep, ist zu Ende. Ich hoffe, das Ganze hat euch, wie gesagt, gefallen. Unser PvP-Gameplay, Rank-Gameplay. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst mich auf jeden Fall wissen, indem ihr den ganzen ein Like gebt. Und, Freunde, wirklich, lasst uns mal in den Kommentaren diskutieren darüber, über die Changes, die kommen werden. Sie wurden zwar noch nicht getätigt, aber was haltet ihr davon? Mich würde einfach nur interessieren, was haltet ihr davon? Weil wir können im Endeffekt noch nicht darüber reden, ob es besser wird oder nicht, weil wir nicht wissen, was geändert wird. Aber was haltet ihr davon, dass überhaupt geändert wird? Obwohl den Entwicklern bewusst war, dass diese Mechanik drin ist, um eben quasi Spielern die Chance zu geben, ja, solche PvP-Mechanik eigentlich auch anzuwenden. Kann aber auch sein, dass ich mich zu sehr reinsteigere. Im Endeffekt wird es vielleicht eine gute Änderung, aber lasst uns human, Freunde, human darüber diskutieren, weil ich weiß, bei sowas, man möchte der ein oder andere gerne mal kurz ticken oder nicht oder seine Meinung richtig rausbrettern. Human, Freunde, wenn nicht human, werden die virtuellen Nasen gebrochen. Nein, Spaß. Alles gut, Freunde, so viel zum heutigen Video. Wie gesagt, ich hoffe, das hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.